Testing. Testing 1, 2. Is it on? Well, are you sure? Because there's no indicator signal that... Oh, there it is. Okay. Okay. Hello to the land of the living. If you can hear this, then no, you're not dreaming. Your radio really is picking up a broadcast. Before we even start, I just have to say that no, you're not rescued. This isn't a government signal. There is no zombie-free paradise. And the worst, sadly, probably isn't over. Now, that's the bad news. The good news is that you're not alone. The world might have gone to hell, but small pockets of humanity have survived, and we're still out here. Can you adjust the gain? I'm getting some pretty bad feedback. There you go. Okay, perfect. The purpose of this broadcast, which we've set to repeat every 6 hours, is to give hope to whoever might hear it, and to let you know that you are absolutely not alone. No matter how bad it's gotten, or no matter how many horrors you've seen, you are not alone. So don't give up. Not for a minute, not for a second. The only thing that separates us from them is hope. So, herzlich willkommen circa 1 bis 2 Jahre in Spielzeit nach Beginn der Zombie-Apokalypse. Während ich euch ein bisschen über den Hintergrund des Spiels erzähle, werde ich hier mal suchen, ob ich irgendwo ein bisschen ehemalige Zivilisation komme, um mir ein paar Sachen zusammenzusuchen, damit ich euch das Spiel mal ein bisschen zeigen kann. Also, die Hintergrundgeschichte des Spiels ist relativ einfach, wie bei jedem Zombie-Spiel eigentlich. Es gibt eine Insel vor der italienischen Küste, die gibt es tatsächlich. Die war eine Krankenhausinsel. Im Mittelalter wurde da die Pest behandelt, beziehungsweise in Wirklichkeit ist es natürlich nur Quarantäne. Napoleon hat diese Insel dann geschlossen und die Deutschen haben sie im Zweiten Weltkrieg wiedergefunden und auch das, was da noch übrig ist. Jetzt der Hintergrund in dem Spiel ist, dass auf dieser Insel der Pestvirus natürlich entsprechend mutiert ist, auch in Ähnlichkeit zur Schweinegrippe. Schweinegrippe übrigens H1N1 und wir haben es hier ja mit dem Spiel H1Z1 zu tun. Das Ganze hat sich dann vor einigen Jahren in Spielzeit, oh, da seht ihr jetzt gerade, das ist sehr lustig hier, Broadcast from System, Xia Kong, wie auch immer, has been banned for cheating. Das ist auch immer schön. Im Spiel wird immer angekündigt, wer gerade für Cheaten seinen Account verloren hat, was natürlich völliger Schwachsinn ist, warum Leute sowas machen müssen. 20 Euro dafür ausgeben, dann gebannt zu werden. Wer das meint, machen zu müssen, der soll es tun. So, weiter. Also, eine Firma, den Namen habe ich jetzt vergessen, ist ja auch wurscht. Hat jetzt auf der Insel diese ganzen Forschungen und Mutierten und bla und sonst was alles gefunden und hat dann vor in Spielzeit etwa 1 bis 2 Jahren, genau weiß man es auch nicht so genau, daraus versucht, ein Heilmittel für sämtliche Krankheiten zu machen. So, dieses Heilmittel ging natürlich in die Hose, wie das immer so ist, so bei Zombie-Apokalypsen, Zombie-Hintergrund-Geschichten. Und daraus ist dann die Zombie-Pest entstanden. Das Ganze funktioniert so, wie man das von Zombies her kennt. Man wird mit dem Virus infiziert. Es gibt insgesamt in dem Spiel 4 Phasen von dem Virus, die man auch selbst tatsächlich durchleben kann. Und am Schluss davon sterben kann. Sterben kann man grundsätzlich, ich bin jetzt relativ selten eigentlich an dem Virus wirklich gestorben, sondern eher an irgendwelchen wilden Tieren, anderen Spielern oder dass ich irgendwo Mist gebaut habe und irgendwo hoch runtergefallen bin, wie auch immer. So, da vorne haben wir jetzt ein paar Autos. Die können wir jetzt durchsuchen. Grundsätzlich, das Spielprinzip ist tatsächlich wirklich eigentlich fast ziemlich gleich mit Minecraft. Auch wenn es überhaupt nicht so aussieht. Man durchsucht Sachen, man kann Sachen kaputt machen. Daraus kriegt man Gegenstände. Das sind in dem Moment... Moment. So, da hat gerade meine Tastatur irgendwie ein bisschen gesponnen, deswegen ein kleiner Cut. Also, wie gesagt, es funktioniert eigentlich wie Minecraft. Man durchsucht hier Gegenstände, man kann Gegenstände kaputt machen, man sucht sich Sachen zusammen. Selbst das Crafting ist exakt gleich wie in Minecraft. Man hat hier 4 Felder im Discovery. Da zieht man dann Sachen rein und kann aus diesen Sachen entsprechend dann Rezepte, Bauanleitungen für irgendwelche Sachen dann gewinnen. Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt ein Stück Stoff hineinlege, dann habe ich hier ein Satchel, das ist ein kleiner Rucksack, gefunden. Den baue ich auch hoffentlich gleich, weil ich brauche natürlich auch mehr Inventar.
Das Ganze geht auch weiter wie in Minecraft. Man hat eine Workbench, also wie heißt das auf Deutsch? Ja, so ein Arbeitstisch letztendlich, an dem man gewisse Sachen kann. Man kann sich einen Ofen machen, in dem man dann Sachen schmelzen kann. Also wirklich exakt das gleiche wie in Minecraft, auch wenn es hier anders aussieht. Die Map ist riesig. Der Tod ist endgültig. Das heißt also, wenn man stirbt, ist also wirklich die Figur tot. Und man spawnt irgendwo auf der Map wieder. Es ist grundsätzlich möglich, dass man zu seinem alter Ego, was kürzlich verstorben ist, wieder hinläuft und sich die Sachen rausholt. Wenn man Pech hat, läuft das alter Ego natürlich mittlerweile als Zombie rum. Das erkennt man lustigerweise daran, dass der Zombie die gleichen Klamotten anhat, wie zum Beispiel Motorradhelm oder sowas. Aber also im Allgemeinen sollte man nicht darauf hoffen, dass man das wiederfindet. Da haben wir direkt schon einen Motorradhelm gefunden. Den werden wir auch gleich mal aufnehmen. Also man soll sich nicht darauf verlassen, dass man die Sachen wiederfindet, die man mal dabei hatte. Deswegen sollte man so wenig wie möglich dabei haben und das meiste irgendwo in irgendwelchen an irgendwelchen Stellen verbuddeln oder in irgendwelche Kisten legen. Das Problem ist natürlich, wenn ich es an irgendwelchen Stellen verbuddele, es gibt auf dieser Map grundsätzlich, und das ist das Besondere an diesem Spiel im Gegensatz zu anderen Spielen, es gibt keinen Safe Spot. Es gibt keinen Safe Spot, wo man irgendwo vor Zombies, wilden Tieren oder sonst was sicher ist. Und genauso können auch andere Spieler das, was man verbuddelt hat, tatsächlich auffinden und ausheben. Das sollte man natürlich verhindern, indem man es möglichst versteckt macht. Ist jetzt auch nicht so ganz schwer, weil die Map ist echt, wie gesagt, riesig. Das Lustige an der Map ist, man hat am Anfang so eine Map, eine gezeichnete Map. Das hilft einem noch nicht so viel weiter. Man sieht in etwa den Quadranten, wo man ist, aber es hilft einem nicht viel weiter. Da werde ich euch nachher noch eine andere Map zeigen, wie das dann später aussieht. Man findet mit der Zeit bessere Maps. So. Ich laufe jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Das müsst ihr euch nicht mit angucken. Deswegen gebe ich erstmal wieder zurück ins Studio. Bis zum nächsten Take. So, willkommen zurück zum zweiten Take von H1Z1. Wir befinden uns jetzt hier auf dem wahrscheinlich höchsten Punkt der Map, auf der Radiostation. Das Spiel ist ein komplettes Open-World-Spiel. Also ihr habt keine Ladebildschirme, gar nichts. Die Map ist einfach riesig. Also wenn ich mich hier umgucke, ist es gar nicht möglich, hier wirklich komplett die Map zu überblicken. Also ich habe jetzt für euch die Render-Reichweite auf maximal gestellt und trotzdem ist es nicht möglich. Also die Welt ist wirklich riesig. Es gibt 200 bis 300 Server. Mittlerweile schon, obwohl es, man muss man wirklich sagen, es ist halt wirklich eine Early Access Alpha. Also wirklich eine Alpha-Version. Es sind noch nicht alle Sachen im Spiel. Die Map ist noch nicht fertig. Die Map ist sogar noch wesentlich kleiner, als sie geplant ist. Sie hat im Moment 8x8 Kilometer. Ist aber geplant auf mindestens 128x128 Kilometer. Also ein riesiges Open-World-Game mit sehr, sehr abwechslungsreichen Orten. Und insgesamt sehr stimmig von der Atmosphäre her gemacht. Also im Moment ist es jetzt hier Tag. Ich werde jetzt gleich mal einen kleinen Cut machen. Und dann zeige ich euch mal den Sonnenuntergang, wie der dann aussieht. Dann wird es dunkel, dann wird es Nacht. Also das ist wirklich atmosphärisch sehr, sehr dicht gemacht. Es gibt auch Jahreszeiten. Die kann ich euch natürlich jetzt nicht unbedingt präsentieren. Es sei denn, es kommt mal eine, weil so oft wechselt das auch nicht. Also im Moment sieht es hier eher aus nach Herbst. Beziehungsweise nein, es gibt nicht wirklich Jahreszeiten. Es gibt Wetter, sprich Schnee, Nebel und so weiter. Was dann auch natürlich die entsprechenden Bedingungen etwas verändert. So, dann machen wir mal einen Cut und gucken ein bisschen dem Sonnenuntergang zu. No, over there, Mary, some sort of military force seems to have arrived and we are hearing sounds of what seem to be gunfire inside the hospital. I'm not, they aren't wearing standard uniforms, so I can't identify which branch we are seeing. They appear to be in full gear. Unit 1, Unit 1, I want these civvies back now. Give me a one-click permit or I want this AOR sealed. Cobbs, raise the top, find out where my damn Apaches are. Where the fuck? Hey, you turn that camera off! I want it off now! You can't just... Cut the feed! And that's when things started to officially go to hell.
So, es ist mittlerweile Nacht geworden, also atmosphärisch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Es wird auch noch, also jetzt im Moment ist der Mond aufgegangen. Es gibt aber auch noch Nächte ohne Mond, dann wird es richtig stockdunkel. Und dann sieht man auch die Augen der Zombies richtig, richtig böse. Apropos Zombies, das war so das Erste, als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe. Wo gibt es denn hier überhaupt Zombies? So, dieses Jurassic Park-Ding, gibt's auf eurer Dino-Tour auch Dinos, ne? Aber das ist durchaus gewollt. In den nicht so bevölkerten Gebieten, wie jetzt zum Beispiel hier, gibt es kaum Zombies. Und in den bevölkerten Gebieten, wie zum Beispiel da unten, da seht ihr jetzt so eine Stadt, da gibt es dann ganz viel Zombies. Je mehr ehemalige Zivilisation, umso mehr Zombies, umso besser ist aber auch das, was ihr aus den Zombies bzw. aus den Gegenständen, Autos und so weiter rausholen könnt, umso besser ist das auch entsprechend. Ne? Also höheres Risiko, besserer Loot, wie immer. So, dann gucken wir mal, ob wir ein paar Zombies finden. So, da bewegen wir uns jetzt ein bisschen auf ehemalige Zivilisation zu. Mal gucken, ob es hier Zombies gibt. Sieht aber fast nicht so aus. Oh, da vorne ist ein Bär. Nein, zu dem Bär will ich nicht. Bären sind in diesem Spiel wesentlich gefährlicher, lustigerweise, als Zombies. Na, hervorragend. Da haben wir jetzt einen Zombie gefunden. Der macht ja irgendwie auf dem Dach rum. Der kommt aber nicht runter. Also man ist relativ sicher vor den Zombies. Das ist jetzt auch hier nur so eine kleine Stadt. Ah, da vorne ist noch einer. Nähern wir uns dem mal und hauen den mal um. Im Moment habe ich nur Fäuste noch, weil ich noch nichts gefunden habe. Aber so die normalen Zombies sollten kein Problem sein. So, dieser Zombie hat es natürlich jetzt auch geschafft, dass ich blute. Das heißt, man nimmt ein paar Bandagen. Denn sonst stirbt man. Beziehungsweise je öfter man mit Zombies zusammenkommt, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man sich diesen Zombie-Virus fängt. Den kann man eindämmen. Es gibt Antibiotika im Spiel. Aber irgendwann kann man es eben nicht mehr. Und dann kann man durchaus auch mal andere Spieler fressen. Weil man hat auch das Bedürfnis nach Hunger und Durst. Genau wie in Minecraft auch. Also es sind extrem viele Parallelen, auch wenn es einfach völlig anders aussieht. Hier haben wir jetzt zum Beispiel was zu essen. Das sind Cranberries, da kann ich durchlaufen. Kann die sammeln und kann die dann essen. Also, Cranberries, Quatsch. Blackberries. Also, was sind das? Brombeeren. Die sind eigentlich das, was man meistens als Essen nimmt. Ansonsten kann man hier das ganze Wildtiergesocks... Oh, da kommen jetzt noch mehr Zombies. Wildtiere kann man töten, von denen kann man sich Fleisch holen. Das Fleisch kann man kochen, weil wenn man das Fleisch direkt isst, das tut einem nicht so gut weh. Man könnte jetzt auch, es gibt hier Spritzen im Spiel verteilt, man kann dieses Zombie-Blut aussaugen in die Spritzen hinein und kann das zum Beispiel sich selbst injizieren oder auch anderen Spielern, wenn man auf einem PvP-Server spielt. Sehr, sehr lustiges Spiel. So, jetzt war das die kleine Version mit relativ harmlosen Zombies. Ich habe noch einen Charakter auf einem anderen Server, der ist schon ein bisschen weiter. Den zeige ich euch im nächsten Take. So, willkommen zurück zum letzten Take. So, ich habe mir jetzt hier eine kleine Basis gebaut. Seht ihr hier, das ist so ein kleines Podest. Ein paar Wände. Hier ist eine Tür. Die Tür ist extrem wichtig. Die Tür machen wir nämlich jetzt wieder zu. Eine gute Taktik ist, man selbst ist hinter der Tür und die Zombies sind vor der Tür. Ihr seht, da kommen jetzt schon Zombies. Wie gesagt, was ich ja schon gemeint hatte, in der Stadt gibt es ganz, ganz viele Zombies. Die werden auch in diesem Spiel tatsächlich, wie es sein sollte, durch Krach und Wärme, sprich also menschliche Wärme oder auch ein Feuer oder so, angelockt. Da kommen sie jetzt, sie können mir jetzt hier nichts tun. Allerdings sollte ich jetzt hier auch vielleicht nicht runterspringen, das ist nicht gut. Also hier gibt es extrem viele und es werden auch immer mehr, die holen sich dann gegenseitig. Guck mal hier, da kommen noch ganz viele. Ich habe jetzt hier auch so ein Fernglas in der Hand. Das kann man mal angucken. Das kann einem schon anders werden.
So, aber mittlerweile, dieser Charakter hat sich ja schon ein paar Sachen gebaut, zum Beispiel einen Bogen. Das macht nur mit Zombies erschießen. Dieser Zombies hier werde ich jetzt natürlich nicht Herr werden. Das heißt, dann muss ich warten, bis die weg sind, beziehungsweise mal auslocken. Oder einen anderen Spieler vorbeilaufen lassen, dann gehen die auch irgendwann weg. Reinkommen hier zum Glück nicht. In der Zeit könnte ich aber hier zum Beispiel mal mein Lagerfeuer anmachen. Einfach weil es schön ist. So. Dann sind die komplett. Sollte besser jetzt nicht laufen. Andere Spieler, wie ihr hier seht, haben sich auch schon Strukturen gebaut. Am Rand von Städten ist halt unwahrscheinlich beliebt, weil es in den Städten unwahrscheinlich viel zu holen gibt. Viele tolle Sachen, aus denen man viel craften kann. Auch wenn das Spiel erst Alpha ist, Early Access Alpha, gibt es schon wahnsinnig viel. Also man kann sich wirklich hier schon große Basen bauen. Zweistöckig, das habe ich hier jetzt noch nicht gemacht, davon müsste ich mir noch einiges zusammensuchen. Ich lock mal kurz aus und beam mich woanders hin, um euch gleich noch was zu zeigen von der Gegend auch an. So, ich habe mich jetzt mal für euch ein bisschen wieder aufs Land begeben. Hier ist so eine ehemalige Wohnwagensiedlung. Hier sieht man ja auch wieder gebaut von Spielern so eine Basis. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas Praktisches finden. Ah, perfekt. Da ist ein Beil. Weil mit dem Beil kann ich euch endlich mal zeigen, was ich die ganze Zeit sage. Dass das Spiel wirklich extrem Minecraft-ähnlich ist. Brauche ich erstmal, muss ich das Beil austauschen. Zack, wo ist es da? Ausrüsten. Dann gehen wir mal da zu dem Baum und hauen den mal um. Mit dem entsprechenden Werkzeug kriegt man hier alles klein. Auch Basen von anderen Spielern, wenn man auf einem PvP-Server ist. Das ist dann auch so das Endgame mehr oder weniger, dass man sich also mit mehreren Spielern zusammentut eventuell. Man kann auch alleine durch die Gegend laufen. Mehr Spieler macht es aber durchaus Sinn, Riesengruppen als Raid so eine Stadt zu raiden mit tausend Zombies oder eben irgendwelche Basen von anderen Spielern. So. Baum. So, mit diesen Holzstämmen kann ich dann natürlich wieder neue Sachen craften. So, ich bin wieder zurück auf dem Weg zu meiner Basis. Das ist die Stadt Cranberry, neben der ich die Basis aufgeschlagen habe. Da vorne ist sie. Sind jetzt irgendwie keine Zombies mehr. Brauche ich irgendwie irgendwelche anlocken kann, damit wir ein schönes Schlussbild kriegen. Oh, da sind wir. Dann ganz schnell auf die Basis wieder rein. Tür auf. So, Zombies draußen, sehr schön. So, ich habe jetzt die Zombies hier um mich mal ein bisschen aufgebracht. Da in der Ferne sieht man noch welche, wie sie da durch die Stadt laufen. Großartige Kampfszenen konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil Kämpfen und Labern, das funktioniert einfach nicht. Ansonsten, wie gesagt, ein wunderschönes Sandbox-Spiel. Wer Minecraft mochte, der wird das auch mögen. Es ist Minecraft in realistischer. Okay, ich danke euch fürs Zusehen und dann wieder zurück ins Studio.